Rien ne va plus. Let's test. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Im Livestream entstanden und für dich zusammengeschnitten. Likes und Kommentare nehme ich gerne mit und jetzt wünsche ich viel Spaß. Also, das heißt, Abflug. Wir müssen wieder... müssen wieder zurück. Let's go. Wenn jetzt eine Bossabstimmung kommt, haben wir echt ein Problem, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass sowas kommt. Sonst haben wir ein Problem. Ein großes Problem. Angriff ist auch nervig, ist ätzend, aber den, glaube ich, überstehe ich. Aber eine Bossabstimmung wäre jetzt richtig bescheiden. So, da Littchen. Hallo, Basis. Hallo, Bombardin. Ja, eben. Selbst wenn ich gewählt werde, dann stimmt das Server ab. Genau. Also in dem Fall mein Computer. Das wäre nicht gut. Aber hoffen wir einfach, dass es nicht passiert, ne? Ich mach jetzt mal nur... nicht alles. Ich mach jetzt mal nur die unteren Sachen. In der Hoffnung... dass wir meine Türme nicht zerlegt werden. Alles andere machen wir aus Holz. Das wird so ein Spucker schon standhalten, oder? So, die gehen hier rüber, gehen hier rüber und dann sind sie hier. Und dann sagen sie Hallo. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt kurz. Ah ne, warte, wir können uns einfach normale Baublöcke. Machen wir mal 30. 30 sollten uns reichen. Also das Ziel ist... Wie gesagt, wir spielen hier Takeshis Castle oder Ninja Warrior oder was auch immer. Und das Ziel ist, die kommen hier vorbei und ich hoffe, dass sie den nicht angreifen, dann den Hammer. Aber das Ziel ist, dass der Hammer die runterkloppt. Ich weiß allerdings nicht, ob die Reichweite... Ah, die reicht ganz knapp nicht, die Reichweite. Okay, warte. Dann müssen wir... Ist ein bisschen doof. Dann müssen wir hier draufpacken. Ich weiß nicht, ob er da zerstört wird oder ob der Block da zerstört wird. Schauen wir mal. So. Gut, was wir hier wollen, ist dasselbe quasi. Ich weiß nicht, ob das Teil zu nah dran ist. Das müssen wir gucken. Ich glaube, das wird eine absolute Katastrophe heute, diese Horde-Nacht. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird katastrophal werden. Ist es wichtig, in welche Richtung? Ich glaube nicht. Nee. Ich denke nicht. So. Das ist jetzt quasi der Raum, in dem wir uns dann aufhalten. Wie gesagt, einfach mal testen. Mal gucken, was das wird. Was rauskommt. Vielleicht wird's cool. Vielleicht wird's nicht cool. Keine Ahnung. Fakt ist, der Plan ist quasi, wir stehen hier, hier ist zu.
So. Von hier aus. Ihr seht es, wir können hier durchkloppen. Aber wisst ihr, was ich gerade nicht bedacht habe, ich Dödel? Dass ich hier wieder raus muss. Aber gut, da lassen wir einfach hier frei. Hier kann höchstens ein Jumper hochkommen. Sieht halt doof aus jetzt, aber ist ja egal. So. Die kommen hier. Manche werden runtergebamst. Ah, das Ding da hinten funktioniert nicht. Das sehe ich schon, aber das macht nichts. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich diesen Bild sozusagen her habe, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwoher habe ich ihn bestimmt. So. Hier eine Leiter hin. Ah. Mit einem Baublock kommen wir da auch hoch. So. Gut, den nehmen wir mit. Ich glaube auch, dass der zu nah dran ist, ehrlich gesagt. Bin ich mir aber nicht sicher jetzt. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wenn ich den hier hinhau, wird der noch was treffen? Ich gehe fest davon aus. Der wird hier noch was hitten, oder? Der macht das. Ich meine, was wir vielleicht auch machen können oder versuchen können, wenn das nicht klappt. Ich glaube, passieren kann da nichts Schlechtes. Ach Gottchen, Löwe. Ah hey, dann können wir das ja austesten gleich. Dann lassen wir die Löwen mal kommen und testen's. Das ist ja fantastisch. Dann schauen wir mal. So. Ah, das geht so nicht. Okay. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Löwe kommt. Okay, funktioniert so nicht. Wow. Ja gut, der hat das schnell zerlegt hier. Okay, die Reichweite passt nicht. Ist ein guter Test. Ist nur ausbaufähig, aber... Aber er hat ihn runtergekloppt, ne? Und das ist... Das funktioniert sehr gut, finde ich. Ah, schön, ich liebe es jetzt schon. Also ich habe meinen Spaß, Leute. Es scheint zu funktionieren. Also wieder runtergefallen, der Arme. Ja, Mensch. Ach, schön, ich liebe es. Das ist toll. Ah, jetzt ist er tot. Ende Gelände, Angriff vorbei. Wir können wieder runter. Ah, schön. Funktioniert, glaube ich. Ich glaube, diese Taktik geht auf. Was ich halt jetzt gesehen habe... Lass mal kurz hier ein paar Sachen reinschmeißen. Was ich jetzt gesehen habe, was mir noch nicht so gefallen hat...
Ich meine, was auch noch geil wäre, wenn wir da Fallen hinmachen, ne? Stachel. Eisenstachel. Ach so. Warte. Wenn wir hier noch Fallen hinklatschen könnten. Schauen wir mal. Also hier müssen wir auf jeden Fall... Weil die haben jetzt ein paar Mal, haben sie da schon dagegen gekloppt, ne? Und wir werden ja... Wir werden es mit einer Menge zu tun bekommen. Und wenn hier diese Mini-Treppe nicht funktioniert, haben wir ein Problem. So. Gut. Okay. Robotikhammer machen wir hier hin. Oh, kein Holz mehr. Na ja, klar. Weil ich gerade alles für Fallen ausgebe. Ah, falsche Taste wieder. Stacking wäre nice. So. Gut, schnell. Viel Zeit haben wir nimmer. Wenn alle Stücke reißen, laufen wir zur Basis zurück. Mega Crush! Bam! Energie! Bam! 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 Okay, wir haben nicht so viele Bäume gerade hier. Scheibenkleister. Ah, das war's. Schade. Ah, ein bisschen was war's auch wieder. Passt schon. So. Wir müssen jetzt tatsächlich kurz zur Basis zurück. Das könnte jetzt mega in die Hose gehen gleich. Aber hey, dann haben wir... Natürlich fall ich wieder rein. Aber hey, dann haben wir wenigstens was zu lachen. So, ich muss schnell einlagern. Ganz flotti Karotti. Ich muss mir Munition holen. Es könnte sein, dass es besser ist, die Laser der Bar mal vorher zum Ziel auszurichten. Die machen das doch automatisch, oder? Dachte ich. Ja gut, wenn es so ist, dann mal gucken. Wir sehen sie ja gleich. Wir gehen ja gleich drauf, eventuell. Also, hier werden die runtergeschubst. Das heißt... Alles wird gut. Ja, ja, bestimmt. Oder auch nicht. Okay. So. Rien ne va plus. Wir bauen uns ein. Ich schau mal, ich versuche mal deinen Tipp noch zu befolgen, Bobby. Hey, ist der jetzt kaputt oder was? Wenigstens lässt er sich schnell reparieren. Nee, ich kann den gar nicht ausrichten, Bobby. Kacke. Jetzt kriege ich den da nicht mehr hingesetzt. Doch. Ich kann den gar nicht ausrichten. Das geht gar nicht. Wenn ich die Drehentaste drücke, dann passiert quasi nichts. So, mehr geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr tun jetzt. Außer beten. Wir können noch beten.
könnte noch ein Stoßgebet schicken. Aber. Rien ne va plus! Let's test! Das waren die Finishes. Ja, das läuft schon mal ganz gut, finde ich. Flumps. Aber es funktioniert. Warte, warte, warte. Flumps. Ich hab Spaß. Die Frage ist nur, hält das Ding? Aber es gibt kein Konfetti mehr. Warte. Auf was hat die denn da drauf gekloppt jetzt? Warte. Ah, es ist schön. Einfach auf die Fresse. So muss das. Warte. Oh, ich bin enttäuscht. Was ist da los? Hör mal. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich fühle mich hier sicher. Das hört sich gar nicht gut an. Oh, der Hund ist blöd. Oh. Manchmal erwischt er die nicht, ne? Ist mir aufgefallen. Den hat er wieder gut erwischt. Oh. Hör auf, meine Basis zu prügeln, das sag du.
Ich finde, es klappt bislang ganz gut. Ich bin zufrieden, du. Oh! Es wird heiß. Dank Bobby wird's heiß. Schön. Oh, der arme Hund. Er ist geflogen. Also meine alten Basenideen, die nicht meine sind, möchte ich anmerken. Aber das sind halt die Ideen, die ich früher so hatte. Die scheinen zu funktionieren noch. Und das finde ich ganz cool eigentlich. Da ist er geflogen, der Hund. Oh, das ist schlecht da vorne. Den haben wir nicht genug befestigt. Ich glaube, es noch macht's nichts. Ich glaube, noch ist kein Thema. Müssen wir gucken, ob's. Ne, es ist kein Thema. Noch ist kein Thema. Das ist halt gefährlich, ne? Wenn der das Spucken anfängt. Oh, da ist auch schon was weg. Wahrscheinlich durch mich unter anderem. Aber sie kommen noch durch. Das ist okay. Wir sollten nur ein bisschen aufpassen, wohin wir schießen. Gott sei Dank ist in einer Stunde vorbei. Oh, guck mal, Beute. Können wir sogar einfach so jetzt mitnehmen. Flump. Hallo Nozomi. Wir testen gerade die neue Basis. Sie funktioniert okay. Ich befürchte allerdings, ich glaube, das habe ich mit einem Fernkampfboost zerstört, das Zeug hier. Oh. Also fürs nächste Mal sollten wir uns merken, Fernkampfboost ist gar nicht mal so geil hier. So, Leute, das war's.
auch. Au. Das hat gut wehgetan.